Bevor wir beginnen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Uaiza, ein KI-Pinguin, mit dem du über deine Gefühle und Gedanken sprechen kannst. Das ist Uaiza, ein überaus freundlicher KI-Pinguin, der psychologische Hilfe anbietet. Klingt absurd? Genau diesen Pinguin hat das Gesundheitsministerium in Singapur der Bevölkerung als Public-Health-Maßnahme gratis zur Verfügung gestellt. Und in Großbritannien überbrücken Menschen die Zeit, in der sie auf einen Therapieplatz warten, mit dem drolligen Pinguin. Aber kann das Smartphone wirklich den Therapeuten ersetzen? Wir sehen uns das mal an. Beispielhaft nutzen wir hier Uaiza, weil die App eine der beliebtesten ist. Aber es gibt auch andere Chatbot-basierte Mental Health Apps. Diese Anwendungen beruhen auf sogenannten Natural Language Processing. Dabei wird Sprache mithilfe von Prinzipien aus der Linguistik in ihre Bestandteile zerlegt. Die Beziehung zwischen den Teilen wird ermittelt und so kann auch ein Computer verstehen lernen, wie Sprache funktioniert. Es ist viel schwieriger für einen Computer zu verstehen, wenn ich sage, ich bin ein bisschen bedrückt und irgendwie fühle ich mich auch ein bisschen einsam, als wenn ich jemand fragen würde auf einer Skala von 1, sehr negativ, bis 5, sehr positiv, wie geht's dir? Und ich sage 3. Das ist Christine Haag. Sie ist Psychologin und forscht zu solchen Chatbots. Beim Natural Language Processing geht es eigentlich darum, die komplexe Sprache auf eine Art in Parameter zu übersetzen. So kann der Chatbot im Idealfall entziffern, welche Probleme der Nutzer besprechen möchte. Prinzipiell klappt das ganz gut, aber wir mussten feststellen, es funktioniert leider nur auf sehr grundlegender Ebene. Bei sehr simplen Emotionen kommt der Chatbot gut mit und man merkt kaum, dass man nicht mit einem menschlichen Gegenüber spricht. Ich würde gern mehr darüber reden, was mir Sorgen bereitet. Ein wenig Angst hilft uns zu wachsen, während zu viel davon ein Problem darstellen kann. Ich kann dir helfen, die Kontrolle wiederzuerlangen. Manchmal ist ein bisschen Liebe alles, was wir brauchen. Sollen wir gemeinsam an unserem Selbstmitgefühl arbeiten? Wird es aber komplexer, geht der Chatbot absolut nicht auf die konkreten Probleme, Gefühle oder Gedanken ein, die man beschreibt. Stattdessen kommen allgemeine Floskeln, wie man sie eigentlich auf jeder Feelgood-Instagram-Seite auch finden könnte. Lass dich nicht von kleinen Sorgen unterkriegen. In seinen Antworten schlägt der Uaiza-Chatbot auch Übungen vor. Die Übungen stammen aus dem Repertoire der kognitiven Verhaltenstherapie. Eine Therapiemethode, von der Psychologen zwar wissen, dass sie nachweislich sehr wirksam ist, aber auf den Einzelnen abgestimmt ist hier gar nichts. Wer sich wirklich noch nie mit sich selbst beschäftigt hat, seinen Gefühlen selten Luft lässt und noch gar nichts von Achtsamkeit gehört hat, der kann mit einem Mental Health Chatbot ganz bestimmt noch einiges lernen. Aber bei komplexeren Themen steigt der Bot aus. Erste Studien zeigen zwar, dass sich Menschen mit Symptomen einer Depression oder einer Angststörung dem Chatbot ähnlich nahe fühlen wie einem menschlichen Therapeuten. Und dass die App dazu beitragen kann, die Stimmung der Nutzer zu heben und sogar Angstsymptome zu lindern, sofern sie regelmäßig benutzt wird. Eine Psychotherapie ersetzen können Apps aber auf lange Sicht nicht. Gerade im Kontext von Psychotherapie oder aus psychologischer Sicht spielen häufig komplexe Emotionen, sowas wie Einsamkeit, Schuldgefühle, Schamgefühle, eine wichtige Rolle. Und dann geht es auch darum, häufig die zu diskutieren, zu überlegen, wo kommen die her zum Beispiel. Und ich denke, für einen Bot ist es schwer, irgendwie da richtig drauf einzugehen. Auch so, dass die Person sich gesehen fühlt und nicht das Gefühl hat, sie spricht eben mit einer Maschine am Ende. Uaiza selbst gibt auch zu, ihre App sei nicht notwendigerweise als Ersatz für Therapie gedacht, sondern eher als Ergänzung oder Überbrückung, wenn eine Therapie zu teuer oder gerade kein Therapieplatz verfügbar ist oder für die schwierigen Momente um 4 Uhr morgens, in denen niemand sonst erreichbar ist. Mir persönlich wurde der Chatbot, den wir getestet haben, auch sehr schnell zu generisch und zu oberflächlich. Ich habe mich schon sehr viel mit dem Thema Mental Health beschäftigt und ich kenne die typischen Achtsamkeitsübungen, die mir der Bot vorschlägt. So herzig der Pinguin aussieht, ich werde bei spezifischer Literatur bleiben, wenn ich mehr über meine Verhaltensmuster lernen und an ihnen arbeiten will, immer wieder mal ergänzt durch Gespräche mit dem Therapeuten. Mein Name ist Amita Pressel und ich habe gemeinsam mit meinem Kollegen Pascal Burkhardt dieses Video recherchiert und gestaltet. Wenn Sie künftig kein Erklärvideo von uns mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal.